Bickeberg-Schule, Villingen-Schwenningen. Guten Morgen. Gemeinschaftsschulen sind an 3 oder 4 Tagen verbindliche Ganztagsschule. Über den ganzen Tag hinweg wechseln sich das Lernen in unterschiedlichen Formen, Bewegung und Entspannung ab. Es wird gemeinsam gearbeitet, gemeinsam gespielt und gemeinsam gegessen. Früher war das ein offener Innenhof. Inzwischen ist die Mensa überdacht und wird multifunktional eingesetzt. Ein Ort der Begegnung, der Freude und des Zusammenlebens. Natürlich wird an unserer Ganztagsschule auch gemeinsam gegessen. Und das Ritual des gemeinsamen Mittagessens hat für uns eine besondere Bedeutung. Hier werden in besonderem Maße soziale und kulturelle Fertigkeiten entwickelt. Von der rhythmisierten Ganztagsschule profitieren insbesondere diejenigen Schüler, die etwas mehr Unterstützung für ihren Bildungserfolg brauchen. In der Ganztagsschule spielt das soziale Lernen, das Einüben und Erleben von Gemeinschaft eine große Rolle. Also es geht nicht nur um Leistung, sondern auch um andere Werte wie das Zusammenleben in der Gemeinschaft oder wie gehe ich mit dem Gegenüber um. Also bei uns geht es nicht nur um Leistung, auch ein sehr wichtiger Begriff, aber auch um andere Dinge wie Sozialkompetenz und das gute Miteinander. Das Schulgebäude ist beispielsweise mit Lernnischen und Lernateliers so gestaltet, dass sich Schüler wie Lehrer wohlfühlen und optimal lernen und arbeiten können. Bei uns hat jeder Schüler einen eigenen Arbeitsplatz, der auch ausgestattet ist mit einem eigenen PC. The firefighter wore a firefighter's hat. The builder wore a builder's hat. Eigentlich sind wir jetzt viel zu laut, wir müssten ganz leise sein, denn in diesen Lernateliers hier darf nicht gesprochen werden, allenfalls geflüstert. Dazu haben wir dann aber unsere Lernnischen und kleinen Räume, in denen Kommunikation stattfindet, in denen Schüler natürlich auch laut miteinander kommunizieren und zum Beispiel auch in der Fremdsprache natürlich sprechen, üben müssen oder ihre Präsentationen vorbereiten können.